Wir brauchen dieses Glacial-Ding. Warte mal, wie schreibt man das? Moment. Vielleicht finde ich das auch so. Ja, da ist er, genau. Hätten wir auch gleich wieder ein paar Copper Gears mehr machen können. Ach so, ups. Davon haben wir jetzt auf jeden Fall genügend Tin Gears. Das ist also kein Problem. Invar ist da. Dann nehmen wir das so lange. Huch, habe ich den jetzt gemacht? Ach komm, ich mache noch eine. Passt schon. So, dann haben wir den hier. Ne, den Pulverizer brauchen wir später für andere Geschichten. Weil der ist im Prinzip dafür da, den Sand, also diesen roten Sand, umzubauen. Das war ja, warte mal kurz, wollen wir nochmal eben schauen. Kryo. Hier, ne? Und dann da. Genau, für diese Nita-Geschichte. Da ist ja irgendwo. Irgendwo war doch der Pulverizer mit dabei, oder nicht? Ach, ich hab Salpeter angeklickt, das ist blöd. Wir brauchen den hier, genau. Dafür ist der Pulverizer da. Red Sandstone zu Red Sand und Nita. Für die erste Verarbeitung quasi. Dafür brauchen wir den Pulverizer. Und ich denke, wir fangen damit erstmal an. Weil das wird sonst zu viel auf einmal, glaube ich. Jetzt ist halt die Frage, wo stellen wir das ganze Gedöns hin? Weil hier ist ja erstmal alles für AE verplant. Allerdings könnte man das ja so machen, dass man vielleicht diese Geräte hier in die Wand mit einbaut und vielleicht hier in die Wand mit einbaut. Ne, Red Sandstone brauchen wir nicht automatisieren, weil der Resource Miner das produziert. Und wenn wir da ein höheres Tier später haben von dem hier, dann geht das auch ein bisschen schneller. Wir haben jetzt nicht so viel von dem Zeug. Warte mal kurz, Red. Ja, 210 haben wir jetzt. Aber alles halb so wild. Ich denke mal, da wird später mehr zusammenkommen. Eventuell müssten wir dann vielleicht noch einen Resource Miner bauen mit einer entsprechenden Linse drin. Aber wie gesagt, wir gucken nachher, wie sich das entwickelt und dann schauen wir weiter. Gut, aber ich glaube, wir machen das, dass wir hier in der Wand immer so ein paar Dinge ausheben, wo wir dann quasi die Gerätschaften hinstellen. Genau, Secondary Upgrade, richtig, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Weil wir brauchen ja im Prinzip den Secondary Output von der Kiste. Und warte mal, ich heb mal eben die ganze Wand hier weg. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Platz. Dann fangen wir nämlich links an und arbeiten uns nach rechts durch. Ich denke mal, so viel Platz werden wir jetzt mit dem Kram nicht unbedingt brauchen. Ja. Das heißt, der erste Schritt wäre ja, wenn man das so betrachtet, der Pulverizer. Weil der fängt ja schon mal an, den Nita herzustellen. Das kann man auch irgendwo dahinter machen, aber ist egal. Den stellen wir jetzt mal da oben in die Ecke. Ich versuche das so einigermaßen kompakt wie möglich zu bauen. Achso, warte mal, wir müssen hier hinten noch eine Ebene freimachen. Für die Verkabelung nachher. Eventuell brauchen wir da noch mehr Platz, gucken wir dann. So, dann das Ding weg. Ja, Schaufel ist auch gleich wieder kaputt, macht nichts. Dann. Der hier ist ja im Prinzip komplett autark, ne? Weil der macht ja wirklich nur dieses Nita-Zeug. Und andere Dinge braucht er ja eigentlich nicht. Was geht denn noch? Achso, Salpeter Ohr. Wir könnten auch Blitzrods da reinschmeißen. Da kriegen wir zu 50% Nita. Aber wir haben wahrscheinlich mehr Sand. Ja, mal gucken, was geht denn noch? Ja, normaler Sandstein, ne? Warte mal. Da ist sogar die Ausbeute höher. Und wir kriegen, glaube ich, auch Sand aus dem Resource Miner raus, ne? Der ist doch kein Problem, Lenny. Ja. Das ist eigentlich kein Ding. Warte mal, wir können mal eben gucken. Kann man den nicht auch so zusammencraften? Ist ein einfaches Crafting-Rezept und fertig. Also da mache ich mir nun keine Gedanken drum. Aber was ich halt gerade gesehen habe, wir kriegen, glaube ich, mehr Sand dran als Red Sand. Und dementsprechend machen wir das so. Das ist ein einfaches Crafting-Rezept. Das können wir sogar schon mal eben machen. Nee, kein Processing, sondern Crafting. Genau, zack. Und dann weiß das Ding schon mal das erste. Achso, warte mal, wir gehen von hier ran, weil wird langsam voll da hinten. Genau, dann füllen wir den letzten oder den einen Molekularassembler nochmal komplett auf und schon können wir uns das Zeug schon mal herstellen. Und jetzt, ich brauche hier mehr Platz. Und da ist Licht. Macht nichts. Bauen wir nachher wieder zu. So, und wir brauchen auch in die Richtung mehr Platz, weil wir ja nachher vom ME-Core quasi noch eine Leitung hierher brauchen. Warte mal, ich fange mal da an.
Und zwar im Prinzip genau hier. Und noch einen, genau. Dann können wir hier hinten in der Wand die ganze Verkabelung machen. Oh, falsche Höhe. Dann gehen wir noch einen runter. Ist halt deshalb so wild. Ich werde das auch jetzt mal eben so offen lassen, weil wir müssen hier nachher sowieso eine Decke reinziehen und und. Vielleicht machen wir hier noch so einen kleinen Wartungsschacht mit dazu, weil wir höchstwahrscheinlich hier hinten mit ein paar Kisten arbeiten müssen. Schauen wir mal. So, die Kiste können wir jetzt erstmal... Ach, so ging das, genau. Erstmal umstellen. Wir haben im Prinzip... das müsste hinten sein, ne? Ne, das ist unten. Ah, okay. Dann ist unten der Output, richtig, aber der Output für beide Geschichten. Und wenn wir jetzt mal gucken... Bist du hinten? Nein, du bist oben. Huch. Ach nee, das müsste hinten sein, ne? Ja, genau, siehst du, jetzt haben wir es, zack. Dann ist da nämlich der Input. Exakt. Jetzt ist halt die Sache die... Ich denke, wir arbeiten da mit einer Kiste. Dann können wir nämlich auch ein paar Sachen puffern. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Warte mal, wir holen mal eine Kiste. An die brauchen wir da gar nicht rüber. Wir können da von hier aus arbeiten. Das ist echt vorteilhaft, wenn man alles hier hat. Wir werden nachher auch noch ein paar Terminals noch verteilen hier in diesem Gebäudekomplex, wie er dann nachher irgendwann wird. Wie das Ganze nachher genau aussieht, weiß ich natürlich noch nicht. Und moin, Lexio, willkommen. Nee, wir werden wahrscheinlich länger spielen, weil der erste Schissel ist nämlich schon kaputt gegangen. Sonst hätten wir jetzt kein Minecraft-Projekt mehr. In-Out auf eine Richtung kann man machen. Aber ich bin da echt kein Freund von in Bezug auf Applied Energistics. Und vor allem ist es so mit der Kiste ein bisschen einfacher. Ja, ich mach das mal so. Jetzt bräuchten wir noch... Achso, Ender-IO-Geschichten. Das kann erstmal rein. An sich, den Assembler brauchen wir erstmal auch nicht. Packen wir damit dazu. Den Digital Guide auch nicht. Dann machen wir das so. Haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Genau. Und ich glaube, ich gehe mal schnell zwischendrin. Hier so ein paar Bären farmen. So. Das läuft. Dann brauchen wir mal ganz kurz den Juicer. Da. Genau, da haben wir wieder so einen kleinen Puffer. Passt. So, dann brauchen wir Item-Conduits und, ME-Kabel, genau. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar mit einem kleinen ME-Kabel hin. Müssen wir mal schauen gleich. Haben wir noch Conduits erstmal, ist die erste Frage. Das reicht fürs Erste, sagen wir das mal so. Und wir brauchen auch noch die Energy-Conduits, weil wir natürlich noch Energie rüberbringen müssen. Ich überlege gerade, wir könnten ja, wenn wir nachher diese Cryo-Stabilized Flux-Ducts haben, können wir mal gucken, dass wir auf jeder Etage vielleicht mit so einem Energy-Core arbeiten. Dass wir in jeder Etage so eine kleine Abzweigung haben. Und von da aus dann mit diesen Kabeln weitergehen, je nach Bedarf. Müssen wir halt mal gucken. Und moin Dudler, willkommen. So, genau. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr von den Ender-Energy-Conduits. Das heißt, warte mal, haben wir noch dieses Pulsating-Gedöns? Ja, ein bisschen. Das kriegen wir auch ohne nachzugucken hin, sofern wir... Ja, haben wir noch genügend? Okay. Ah nee, das ist ja Endergedöns. Hahaha. Oh. Dann brauchen wir die anderen Dinger. Und davon haben wir, glaube ich, keine mehr. Genau, das ist diese Vibrant-Geschichte. Und ich glaube, haben wir da noch... Nee, haben wir nicht. Das war so klar. Das heißt, wir brauchen... Genau, Energetic Alloy und Ender Pearls. Hatte ich nicht mal einen Energetic-Schwung gemacht? Ja, nicht viele. Oh Gott. So. Aber wir werden mal alle durcharbeiten. Besser ist das, weil wir brauchen noch ein paar mehr. So, Inver ist komplett durch. Dann haben wir da auf jeden Fall auch so eine kleine Reserve. Braucht man ja nicht so oft, das passt schon. Dann können wir, genau, diesen schon drinne. Passt. Was brauchen wir denn jetzt erstmal? Ich gönne mir mal ein Stückchen Kaffee. Moment. So. Die ersten drei. Wir fangen schon mal an, die ersten Kabel zu verlegen.
Weil dann kann das da unten in Ruhe durchlaufen und wir stehen dann nicht sinnlos rum. Ach so, halt. Haben wir schon wieder Yellow Ride bekommen? Nur mal so rein Interesse halber. Ich glaube wahrscheinlich nicht so viel, weil Butania ist halt nicht so effektiv, was die Erzproduktion angeht. Zumindest nicht in der Hinsicht. 10. Ach stimmt, wir hatten ja noch in der Farmwelt ein paar Sachen gefunden. Richtig. Das, wenn wir schon gerade dabei sind, wir hatten auch noch mehr gefunden. Warte mal. Diese 9 werden wir noch brauchen. Genauso wie die 9. Nickel kommt mit, Gold kommt mit, Silber kommt mit. Das könnten wir klein machen, müssen wir nicht unbedingt. Lead kommt mit. Oder Lead, keine Ahnung, wie immer. Das brauchen wir gerade nicht, das nicht. Das auch nicht. Genau, weil dann können wir das drüben beim Botania-Turm mal eben reinschmeißen. Ups. Und zwar hier drüben. Ganz wichtig, erstmal Yellowium. Und hier dann den Rest quasi hinterher. Ja, nice. Dann kriegen wir da noch ein bisschen mehr Treibstoff zusammen. Ja, der hat sich wieder gefangen. Das ist nur durch den Patch gekommen. Da wurden irgendwie die Mana-Pools geleert. Keine Ahnung wieso. Aber er fängt sich wieder. Sehr schön. Gut, dann können wir wieder rüber. Was wir auch noch nebenbei machen können, ne? Während der da dieses Vibrant-Gedöns verarbeitet, ist der Charm of Dislocation. Weil das hier dauert halt ein bisschen. Dann machen wir das mal. Wir sollten ja eigentlich alles da haben dafür. So, Charm, da ist es. Charm off. Oh. Dann machen wir das anders. Dislo? Da ist er, genau, siehst du. Ach, Advanced Dislocator, den haben sie umbenannt. Interessant. Ach nee, da müssen wir. Oh nee, das muss mit Fusion Crafting gemacht werden. Das war damals auch anders. Na gut, dann lassen wir das. Wie gesagt, Vaconic Evolution machen wir noch, aber nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar Energy Conduits, genau. Das sollte erstmal reichen. Wie schaut es generell jetzt mit dem Yellowium aus? Der scheint durchgelaufen zu sein, weil da kommt nichts mehr nach. Extreme Regal, hä? Ah, okay, geht doch. Gut. Dann schmeißen wir das mal in den Reaktor mit rein. Und wir haben jetzt knapp 53%, zack. 55%. Wir kommen noch nicht so wirklich voran, aber egal. Der wird bald wieder ansprechen. Wir haben schon einen Verlust von 941 RF Protect. Das wird auf jeden Fall noch mehr werden. Und deswegen brauchen wir auch mindestens einen Ohrminer später, der mit einem gelben Fokus ausgestattet ist. Nur für Yellowium quasi. Was ist denn das? Achso, der Waypoint. Okay. So. Dann Kabel verlegen. Genau. Wir brauchen hier hinten Energie. Und ich tendiere dazu, dass wir das Kabel vielleicht oben reinlegen, weil wir brauchen hier den Platz nachher für die ME-Verdrahtung. Und hier oben können wir dann ja mit den Conduit Facades arbeiten. Das heißt, wir müssen noch mal einmal hier längs gehen. Jetzt haben wir schon eine Wand zum Verstecken gebaut und bauen in der Wand zum Verstecken noch eine kleine Wand zum Verstecken. Aber das ist okay. Ne, wie gesagt, ich möchte nur halt gucken, dass das Energy-Kabel aus dem Weg ist. Damit wir nachher keine Probleme haben, die ME-Conduits zu verlegen. Und Import-Export-Bus und so weiter. So, hier können wir eigentlich bleiben. Wobei, warte mal, wir gehen mal eben hier noch den einen Block nach oben. Und da kommen wir ja im Prinzip komplett durch. Naja, perfekt. Bin ich hier auf der richtigen. Ja, da können wir direkt gerade rüber bauen. Genauso sollte das sein. So. Dann haben wir hier drüben auf jeden Fall schon mal Energie. Sollte zumindest. Ja, der lädt sich auf. Sehr gut. Das passt. Dann haben wir schon mal die Item-Conduits. Und da müssten wir. Ach, machen wir das wirklich mit der Kiste? Ja, machen wir. Weil, oder, es ist halt wieder so eine Sache, ne? Doch, machen wir. Weil vielleicht brauchen wir den Pulverizer noch für andere Geschichten, nicht nur dem Nita. Das heißt, wir machen hier so ein Ding hin. Da ist natürlich dann Insert. Extract ist natürlich Always Active, auch da. Ja, jetzt haben wir wieder die Sache, dass wir mit Filtern wieder arbeiten müssen, ne? Wobei müssen wir eigentlich nicht.
Doch, müssen wir, weil... ich mach das lieber mit Filtern, das ist mir sicherer. So, und dann gehen wir dahin. Hier ist dann in dem Sinne Insert und da ist dann Extract. Und der ist auch Always Active. Ja, dann willkommen zurück, Knight. Und guten Hunger. Ich brauche mal einen Sandstone gerade. Haben wir da. Oder das ist so der richtige, ne? Warte mal. 24, 24. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir den. Im Prinzip brauchen... Ach so, Filter. Upsi. Wir brauchen ja nur den einen. Quasi belegen. Der Output ist ja egal. Haben wir noch einen Filter da? Nee, ne? Nee, nur so einen. Genau. Haben wir noch Hopper? Nee, natürlich nicht. Passt schon. Sollten wir aber hinbekommen. Genau. So, Basic Item Filter reicht dicke. Genau, und du extrahierst quasi hier nur die Sandstone-Blöcke. Genau. Weil der Rest, was hier unten wieder rauskommt, ist ja egal. Geht halt nur darum, dass er nichts anderes importiert in den Pulverizer. Das ist halt die Sache, weil ich glaube, warte mal, eben was testen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch Upgrades verbauen, weil das dauert mir definitiv zu lange, aber egal, passt schon. Es soll ja erstmal nur funktionieren, alles weitere kommt dann. Okay, geht nicht. Mit der Sackmill wäre es schwierig, weil aus der Sackmill würde ja noch Silicon rauskommen mit dem Sand und deswegen habe ich hier den Filter eingebaut. Aber okay, scheint beim Pulverizer nicht der Fall zu sein, alles halb so wild. So, das kann rein, das kann rein, das kann rein. Wie viele ME-Cable haben wir denn noch? 33, das wird vermutlich nicht reichen. Warte mal, habe ich das schon automatisiert? Moment mal. Nee, habe ich nicht, sonst wird es angezeigt werden. Okay, das heißt... Cable, genau. Nein. Kriegen wir das auch an? Das war klar. Ups. Wir brauchen... Flug... Ach, nicht schon wieder. Die beiden brauchen wir. Genau, einmal den hier. Und dann brauchen wir im Prinzip noch, wie man das hier herstellt. Glas und Nether Quarz, das. Ja genau, wir werden auch mit Nether Quarz weiterarbeiten. Dann weiß er das nämlich auch schon mal. Und das reicht fürs Erste. Diese Crystal Automatisierung, die bauen wir später. Das klingt irgendwie falsch, aber okay. Einmal den da rein, einmal den da rein. Und jetzt können wir den Kram zusammen craften. Ich mache mal 20 Stück, da haben wir noch genügend für da. Starten das Ganze durch. Und haben 20 fertig. Ja, nice. Ich denke mal, das reicht fürs Erste. Mal schauen. Und moin, Handball, willkommen. So, jetzt müssten wir eigentlich nur noch die ME-Leitung hinlegen. Da habe ich gedacht, wir gehen einfach hier unten längs. Da, ach so, stimmt, wir brauchen noch einen Export- und Importbus, beziehungsweise Interface. Ja, kriegen wir auch hin. Ich fange mal einfach hier an erstmal, weil die Leitung brauchen wir so oder so. Wie gesagt, es kann sein, dass wir die Leitung noch upgraden müssen später zu einer Smart Cable oder so. Weil ich denke, also ich bin mir nicht sicher, ob wir mit den 8 da hinkommen. Vielleicht machen wir das auch ganz intelligent, wobei, nee, das wäre zu viel. Wenn wir hier eine In- und Output-Kiste für alles machen, dann kommt das Ding wieder durcheinander. Also daher, passt schon. Ja, hatte ich erst gesagt, nein, das machen wir später. Weil das dauert vom Craften her sehr, sehr lange momentan. Aber wie gesagt, haben wir auf dem Schirm, machen wir. Selber schuld, wenn man Kuchen holt. So, das ist schon mal angeschlossen. Das heißt, wir brauchen einen Interface. Haben wir da noch eins da? Nö, dann bauen wir halt eins. Ne, Interface importiert nicht. Dafür brauchen wir einen extra Importbus. War ich den eigentlich schon hier drin? Ich glaube nicht, ne, oder? Nee, haben wir nicht. Das können wir auch gleich mal machen, wenn wir schon dabei sind. So, Import. Und dann gehen wir gleich direkt hier rüber. Importbus, da ist das gute Stück. Haben wir das noch alles da? Ah, Sticky Piston fehlt. Okay, das kriegen wir hin. Ja, komm. Ich hätte doch gleich einen bauen können, ne? Ich honk. Na egal, dann machen wir das eben. Warte,
Wir können ja hier drinnen auch craften, ne? Ja, genau. So, dann haben wir das. Zack. Und die Cores, die müsst ihr eigentlich schon kennen, ne? Ja, genau, die haben wir ihm schon gezeigt. Perfekt, okay. Gut, dann schmeißen wir die beiden Rezepte auch nochmal rein. Und man sieht, diese Interfaces, die sind immer recht schnell voll.